Das ist die Geschichte. Es ist 300 Uhr. Ich brauchte einfach nur einen verfickten scheiß Pennplatz nach dem Rockhard-Festival. Aber so läuft das nicht hier in der Nummer. Und here we go. Ich rauch nicht mal. Mein Bier ist nicht offen. Ja, hier hast du ein Bier. Wie wär's denn mal damit? Oh, das ist gut. So. Hansa Export. Ja. Nur das Export, ja. Herzlich willkommen auf meinem bescheidenen kleinen YouTube-Kanal. Wir reviewen heute eine Platte. Es ist ein sehr spontanes Plattenreview. Wie der Ernie schon richtig gesagt hat, er wollte eigentlich nur vom Rockhard nach Hause auf meiner Couch crashen, aber so einfach ist das ja dann nicht. Das letzte Mal wollte ich bei dir auch einfach nur Godzilla-Filme gucken und wir mussten 3 Videos drehen. Richtig, Pingelingeling. Kirmes im Kopf ist das Wichtigste und deswegen waren wir sonst. Boah, ist das lecker. Denn heute geht es um nichts anderes als die lieben Jungs von Moan. Warum ist richtig? Moan. Ich, ja? ich musste ihn beknien, dass wir jetzt nicht irgendeine verkackte Black Metal. Ich hab extra Black Metal für dich rausgesucht, weißt du, weil ich mir dachte so, oh, wenn er Ernie kommt, dann hören wir Black Metal. Aber du wolltest extra kein Black Metal. Ich wollte kein Black Metal. Deswegen hören wir heute Moan. Bin ich zugekommen wie die Jungfrau zum Kind sozusagen. Haben wir nämlich unsere neue Fickerplatte aufgenommen. Ja. Hat der Jörg gesagt, komm, wir fahren auf ein Konzert. Da spiele ich auch mit meiner eigenen Band Drugstop. Da haben die auch gespielt, fand ich voll geil, habe ich mir die Platte gekauft. Du hast mit Drugstop gespielt? Nein, ich nicht, habe mir das nur angeguckt. Wir haben im Auto gesessen, nach Hause. Also, es ist ja immer so, Kinders, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Also, wenn ich in meinen Videos bin ich immer so ganz nett und so. Wenn ich beim Gorn-Minister bin, irgendwie, weiß ich nicht, da kommt die Pissflitsche raus, so, ne? Ja, so wie früher war. Da haben wir im Auto gesessen und dann haben wir die neue Kadaverfegerplatte gehört, ne? Oh. Die ist ja gar nicht mal so scheiße, ne? Also, muss ich ja mal sagen. Ja, also, du warst erstaunlich ruhig. Ich würde dich gerne beleidigen, aber die Platte war gut. Also, wie gesagt, man sitzt im Auto, das ist ja heutzutage so, man hört sich das ja nicht irgendwie zu Hause, man hört so mein Handy an. Also, ja, geht nicht anders. Aber davon abgesehen, so, meine Herr, ne? Also, dafür mal. Vielen Dank. Also, wie du wahrscheinlich mit deinem Kumpel DSDS, ne, wie hieß der? DSD, oder DSD, das der, ist der, das Rapper, der Rapper. Der Rapper, der DJ. Wie der sagen würde, ich weiß gar nicht, was er sagen wollte, aber fett, ist fett. Ist fett, ja. Ist fett, ist fett. Dankeschön, das ist viel gut. Ja, wollen wir mal gucken. Den DSDS, den habe ich auch letztens getroffen auf dem 50 Jahre Hannes live auf der Bühne. Der stand da und dann stand er plötzlich auch da und ich stand da und er stand da und wir guckten uns an und dachten uns, Fresse, meine Herren, wir stehen da beide und ich weiß gar nicht mehr. Ich habe irgendwas gesagt, aber er hat da auch nicht groß drauf reagiert. Der hat wahrscheinlich nur gefilmt, dann ist er mal in seinem Tunnel. So, es geht um Moan, die Platte legen wir auf und ich bin sehr gespannt, wie die Rezension jetzt wohl ausfällt nach dem Vorwort. Meine Güte, bis gleich. So, zurück, jetzt zählen wir mal ein hier. 3, 4, 8, schon wieder, schon verkackt. So. Das klingt jetzt schon besser als Black Metal 2023. Ja, das ist sehr getragen. Also auf der ganzen Platte, um es kurz zu machen, das klingt wie eine saubere Version von Dope Sick von I Had God. Ach ja. Jetzt auch nicht mehr, aber die ist geil, die Platte, ne? Ja, super. Steht hier auch. Oh, Dope Sick ist super. Dope Sick ist so gut, ey. Ja, die sind sehr klangcollagig, die Jungs, ne? Aber weil er keinen Bock auf Black Metal hatte und ich auch hier nichts hatte, wo ich sagen würde, ah, das kennt ihr alles schon. Da krieg ich jetzt schon instant gute Laune. Nee, das klingt gut, das klingt gut. Ja, das ist halt so beschwingter. Nee, klingt gut. Das ist halt schöne, beschwingte. Also, ihr seht das jetzt hier nicht, aber mein Fuß, der wippt. Ja, und das hat mich live halt total gecatcht, weil der Sänger kommt nur zu den Stellen, wo er singen muss, raus. Und ansonsten verlässt er einfach konsequent die Bühne. Ja. Und ja, wir haben dann halt so sieben Minuten, wo halt nur die Gitarristen, Bassisten, Schlagzeuger da rumsteht und der Sänger ist halt weg. Ja. Moan. Aufgenommen übrigens bei Jörg Buben, habe ich das schon erwähnt? Keine Ahnung. Cheers, Grüße gehen raus. Mäfig gut. Wo würdest du das einordnen? Also Dope Sick in besser produziert? Ja, ohne Heroin halt, ne? Aber ja, das stimmt.
kenne mich da jetzt nicht so aus. Ist das die Stoner, ist das jetzt nicht, ne? Oder ist das Stoner? Ja, geht schon so in die stonerige Richtung, weil der Gesang, da ist halt Zerre drauf. Das ja, haben Stoner ja ganz oft. Also die rauchen gerne mal ein Tütchen, so klingt das. Ich weiß nicht, Holländer sind das, glaube ich. Ich glaube, es sind Holländer. Die kannst du auch zum Freak Valley auftreten lassen irgendwie und dann läuft die Nummer gut. Warum hast du heute die ganze Zeit diese Hannes Wader Platte im Arm? Ich weiß auch nicht. Auch keine Ahnung, die muss das mache ich ja in meinen Reviews eigentlich nicht, ne? Dass das geraucht wird. Aber komm, wenn wir jetzt schon mal hier so zu zweit lustig zusammensitzen, dann wird man rauchen. Ja, ich sehe heute aus wie Wolle Petri. Du kommst vom Rockhard, Händlerband. Presseband, 3 Lieder, Fotoband, irgendwas. Ich habe auch keine Hose an. Doch, das ist übel, du hast eine Hose an. Also die Hose sieht aus als... Ach, manchmal könnte ich dir so richtig einfach so eine Bierflasche so in den Mund und dann einfach rein. Warum? Weil die Musik jetzt so geil ist oder was? Ja. Kann man das ja auch mal machen. Ich habe da so den. Das ist schon so Musik, die evoziert irgendwie schon gefährliche Körperverletzungen. Ja, wirklich? Nee, eigentlich nicht. Ich finde die sehr, sehr entspannt. Also ich glaube, die Jungs von und Mädels von Daily Thompson könnten das mögen oder Scorched Oak. Ich glaube, Daily Thompson, Scorched Oak und Morn werden ein super Line-Up. Würde ich Geld für bezahlen sogar. Was ist dein, vom Namen her, deine Lieblings-He-Man-Figur? Vom Namen her? Vom Namen her? Boah, muss ich mal hier hochgucken. Anal Invader? Den gibt's überhaupt nicht, Mann. Ich würde sagen Cobra Khan. Ja. Weil das ist so, weiß ich nicht, das klingt irgendwie mächtig. Da ist eine Cobra drin, da ist Khan drin. Gibt's nicht auch einen B-Man? Was? B-Man? B-Man ist die Spezialisten unterwegs, da wechselst du ja. Da ist so eine Fliege, hier so eine Biene. Ach so, der heißt Buzz Off. Hier, Buzz Off. Ja. Hier weg. Immer sehr viele Wortspielereien drin, die man so als Kind gar nicht mitgekriegt hat. Wenn man dann aber des Englischen mächtig wurde, hat man diese ganzen Wortspielereien dann auch mal gerafft. Ja. Buzz Off. Ja, nee, den fand ich jetzt, Trap Jaw fand ich noch gut, aber ich glaube Cobra Khan finde ich am mächtigsten, weil das ist so. Ja, da habe ich eben gesagt, wenn ich eine Power Violence Band hätte, dann würde die Tang Lesher heißen oder Cobra Khan. Ja, voll gut. Aber wir unterhalten uns gleich über die Musik, aber ist egal. Infernal Gangbang Bukake, das war doch auch so eine He-Man-Figur, oder? Ja. Später kam die, als die Line schon gestorben ist. Aber was sagst du zur Produktion? Wir machen mal ein bisschen lauter hier. Produktion muss bewertet werden. Also das ist auch alles. Ja, in diesem Moment hat jetzt die Gitarre gerade aufgehört, aber das ist halt immer so ein schönes, so das Bratige. Ich weiß gar nicht, ob das Peter Bursch gewesen ist, der das damals so das Bratige in der Gitarre. Echt? Hat Peter Bursch das gesagt? Ja, das war, als er das Heavy Metal Buch geschrieben hatte. Der Klassiker ist ja das Akustikgitarrenbuch, das hat ja jeder. Das kennt der hat aber auch ein Heavy Metal Buch und da hat er, glaube ich, immer das Bratige gesagt. So. Und das passt da, glaube ich, ganz gut. So. Okay, gut. Also, diese Live-Aufnahme. Also Live-Aufnahme nicht live auf dem Konzert, sondern die 3-4 Jungs stehen da und nehmen das alles in einem Durchgang auf. Ja, schlecht. Ja gut, der Gesang wird dann halt noch drüber gelesen. Ne? Aber so generell die Instrumentierung in einem Durchgang. Da kann man auch mal sehen, wie unterschiedlich der Jörg an Produktionen rangeht. Weil das klingt zum Beispiel komplett anders wie eine Slaughter-Day oder wie eine Scheibe von uns oder so. Geil, der schießt sich dann immer so auf den jeweiligen. Ja, Slaughter-Day ist ja auch viel mehr. Ja, das kannst du ja nicht vergleichen.
Ja, aber es gibt Produzenten, die haben so ihre Setups und dann legen die das einfach dann drüber, wird schon irgendwie passen. Ja, so das Peter Tett-Rennen-Denken von früher, oder? Ja, so. Aber der Jörg beschäftigt sich dann mit der jeweiligen Band und sagt so, nee, bei euch wird das so und so ganz gut stehen. Und das Geile live ist, die haben halt ihre Samples, spielen die von einem Kassettenrekorder ab. Also die halten dann das Mikro vor den Kassetten. Ah, das war tatsächlich so. Ich dachte, das hast du jetzt gerade eben was anderes gesagt. Also tatsächlich, ja, schön, schön, wunderbar. Also du findest das ja immer alles gut. Ich finde das jetzt gut gemacht. Ist nichts, was ich zu Hause höre, aber ich sitze ja auch nur hier und muss mir meinen Schlafplatz verdienen. Ist gut. Genau deswegen. Ja, du sagst, du würdest das zu Hause nicht anhören. Wem würdest du denn die Scheibe empfehlen? Jeden, also, der gerne kifft. Ja gut, da gehe ich d'accord mit. Das kann man so stehen lassen. Da müssen wir auch gar nicht in die B-Seite reinhören. Wenn ihr kleine verkiffte Kiffer seid, Moan, das ist euer Ding. Er hat's gesagt, ich unterstreiche das. Jetzt könnt ihr abschalten, ne? Abschalten, abschalten, abschalten. Komm, jetzt abschalten, abschalten, abschalten.